Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Alien Isolation, aber jetzt nicht mehr dem Let's Play von der normalen Story, sondern wir machen heute den Überlebensmodus und zwar speziell Bergungsmodus. Ja, und das bedeutet, ihr seht hier rechts am Rand schon, das war falsch, gibt es also verschiedene Stufen, ihr seht immer zwei verschiedene Möglichkeiten. Das geht also hoch bis zu Stufe 10 und wir haben immer die Möglichkeit hier an diesem Terminal uns eine Aufgabe auszusuchen. Es geht entweder nach links oder nach rechts. Wir sollen was bergen, ausschalten, einschalten und kriegen dann hier in der Mitte auf diesem schönen Tischchen, der dann hier irgendwo auftaucht, bekommen wir dann Belohnungen. Und auch die Belohnungen sind spezifisch auf diese Level zugeschnitten. Und ich habe jetzt mal nicht Männer genommen, sondern habe jetzt mal einen neuen Charakter genommen, den man hier auswählen kann. Der hat andere Möglichkeiten als im Mender. Wir haben einen Bolzenschießer schon, eine Pumpgun und ja, können diese Sachen herstellen. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Wir sind also Stufe 1. Wir können immer für Punkte auch speichern nach einer bestimmten Stufe. Ich glaube, wir kriegen. So, jetzt gucken wir mal. Starten Sie den Generator neu, ist bei beiden egal. Okay. Ich weiß es nicht, weil ich als Mann spiele, ob ich vielleicht sogar nicht in diese Lüftungsschächte kann. Das wäre natürlich richtig behindert. Müssen wir mal gucken. So, 2700 Punkte gibt es insgesamt. Wir verlieren natürlich mit zunehmender Zeit. Und für alle 10 Stufen haben wir nur 2 Stunden. Also gucken wir mal, wie viele Folgen das hier werden. So, ich würde sagen, Generator deaktivieren. Los geht's. Hier gibt es sicher auch irgendwo Loot. Das bringt uns, glaube ich, auch genau wie im Überlebensmodus Punkte. Den können wir auch nochmal spielen hier. Hier, gebt mir all euren Loot. Sehr gut, sehr gut. Wir nehmen das mal alles mit. Auch wenn wir natürlich jetzt dadurch ein bisschen Punkte verlieren, wegen dem Zeitver. Vielleicht machen wir erst die Aufgabe. Ich glaube, wenn wir die Aufgabe erfüllt haben, dann gibt es danach keine. Ja, dann gibt es danach kein Runterziehen mehr der Zeit. Vielleicht sollten wir das erst noch machen. So. Okay, gut. Der Typ, den ich genommen habe, ich glaube, der heißt Hake oder so. Wie hätten denn das Bolzenschneid geredet? Ich sehe gerade selbst aus wie ein Alien. Guck dich die Hand an. Okay. Müssen wir das also eigentlich mal gleich probieren, ob ich denn Tunnel benutzen kann. Vielleicht gibt es hier irgendwo welche. Hier. Ja, gut, ich hoffe, das ist jetzt nur so gesperrt. Das wäre richtig beschissen. Na gut. So, hier gibt es bestimmt auch noch Loot. Loot. Kein Loot. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Wo muss man hin? Wo muss man hin? Rechts. Geradeaus. Oh, hier können wir das schon aufmachen, vielleicht? Können wir natürlich nicht Strom wiederherstellen, natürlich. Hier oder was? Ja, das sieht gut aus. So, so. Los, los, los. Vielleicht schaffen wir es, über 1800 Punkten zu bleiben. Achtung, 1802. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Drück den Knopf. Nein. Ach. Ah. Okay. Okay, kommt jetzt schon irgendwas? Weil die Gegner sind, glaube ich, auch von Aufgabe zu Aufgabe unterschiedlich. Ah, wir können da reingehen. Mir fällt gerade was auf. Mit dem habe ich gar keinen Flammenwerfer. Mit dem Mender hätte ich, glaube ich, einen Flammenwerfer. Oh Gott, was habe ich nur getan? Wir können uns unmöglich gegen das Alien jetzt schützen. Das ist natürlich richtig bescheiden. Och nee. Och nee. War das jetzt in Lüftungsschächten oder ist es. Es ist draußen. Oh, scheiße. Wir sind erstmal in der ersten Stufe. Ich verliere übelst viel Zeit hier. Ich habe keinen Flammenwerfer. Ich bräuchte einen. Scheiße. Nein, nein, nein. Da kommt doch bestimmt hier rein, oder? Kommst du rein, Bruder? Komm, geh weg, geh weg, geh weg. Das gibt's nicht. Die Notabriegelung anmachen für die Tür. Ha! Gewusst wie, Mr. Alien. So, gehen wir hier weiter schnell. Dann gehen wir eben den normalen Weg zurück, den wir gekommen sind. Kann ich jetzt hier schon aufmachen? Vielleicht für zukünftige Aufgaben? Ja, das ist natürlich geil. So, das machen wir einfach mal gleich.
Vielleicht wird es mit zunehmenden Aufgaben auch schwerer. Ich habe den Bergungsmodus, muss ich ehrlich sagen, noch nie gespielt. Hier ist irgendein Ding zum Mitnehmen. Ach, da schon, das wäre ein Molotow-Cocktail einfach schon so zum. Oh, scheiße. Bis der Alien kommt. Das finden wir natürlich persönlich nicht so gut. Also gehen wir lieber schnell weg. Okay, er ist links. Er kommt links lang. Ich glaube, dieser Raum, von dem aus wir auch starten, das ist auch sozusagen der Safe Raum, wollte ich gerade sagen, der Safe Room. Also kann uns da nichts passieren. Also kann man vielleicht sogar am Ende, kann man vielleicht sogar sprinten? Ach komm, wir sprinten jetzt. Scheiß drauf. Safe Room, Safe Room, Safe Room. Bam! Ich habe gar nicht angeguckt, was es für Belohnung gibt. Gucken wir mal. Wir kriegen eine Rohrbombe. Ist gar nicht so schlecht. Komponente B und fürs Bolzengerät haben wir als Schuss bekommen. Das heißt, wenn man sich das mit Gegnern ausruhen kann, wäre es vielleicht ganz clever. Wir würden jetzt erstmal was gehen, was mit Androiden, mit Syntheten zu tun hat. Also, zweite Stufe anfangen. Und wir nehmen die Aufgabe. Was haben wir denn? Besorge drei Vorratspakete, Bolzenschießer. Also, wenn es Bolzenschießer und Munition gibt, ist das vielleicht. Weiß nicht, will ich nach links oder nach rechts? Drei Vorratspakete holen. Gibt zwei Medikits, natürlich geil, aber Bolzenschießer und Munition ist natürlich cool. Haben wir aber schon, also gehen wir vielleicht doch lieber auf die Vorratspakete. Hat sie jetzt schon gepiept gerade? Oh, scheiße. Ich habe natürlich überhaupt keinen Rückzugsort hier, das ist richtig bescheiden. Ich glaube, ich hätte doch Amanda nehmen sollen, wegen dem Flammenwerfer. Drei Vorratspakete einsammeln. Hoffentlich sind sie nie gleich zu finden. Ach, eigentlich links gibt es vielleicht Syntheten, aber. Irgendwie nicht. Oh, scheiße. Scheiße, es kommt näher, es kommt näher. Lauf, 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 lauf. Das eins. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Okay, hier muss ich ein bisschen beeilen. Ich bin gerade hochkonzentriert. Problem ist ja wirklich, man hat hier keinen Speicherpunkt. Tot. Okay, man hat aber auf jeden Fall da oben Glas, wie ich gerade gesehen habe. Das heißt, wir müssen nochmal die erste Aufgabe machen. Okay, überraschend anspruchsvoller Spielmodus. Ich hätte vielleicht einen anderen Charakter nehmen sollen, aber Amanda nimmt bestimmt jeder, also nehmen wir einfach mal diesen Typen hier. Jetzt würde ich sagen, machen wir am Anfang direkt das Gleiche. Das heißt, ich kann einfach, um maximale Punktzahl rauszuholen, können wir einfach durchsprinten beim ersten. Wir werden das einfach machen. Was war jetzt rechts das? Ich glaube, die Wohnung. Baros Wohnung. Ach, scheiße. Ich Idiot. Das war links das. Okay, egal. Ich glaube, hier können wir auch direkt durchsprinten. Also am Anfang scheint es hier keinen Feind zu geben. Aber bevor ich das aktiviere, kann ich denn. Nee, gut. Ich muss ja sowieso einen Generator erst neu starten. Jetzt hätte man das nutzen können, um irgendwelche Türen schon aufzumachen. Hier durch soll ich. Gibt es auch bestimmt eine Tür, oder? Ah, die Tür ist natürlich zu. Normalerweise wäre es klüger gewesen, drüben anzufangen, weil man da diese Tür mit Millionenschneider aufmachen muss. Das kann ich jetzt natürlich jetzt nicht machen, aber. Dann höre ich das. Ey, jetzt schon. Ich muss das den Generator neu starten, oder? Hallo? Okay, wir können auf jeden Fall. Aber wir kriegen hier viel mehr Punkte raus. Sehe ich gerade. Guck mal, wir haben jetzt hier. Da habe ich gesagt, es wäre geil, wenn wir bei 1000, über 1800 bleiben. Jetzt kriegt man hier sogar 2000. Komm, komm, über 2000. Ich glaub's nicht. Vor.
kommt er nicht lang, oder? Kommst du da lang, Bruder? Ich hätte natürlich auch gerne gerade eine Karte, haben wir aber nicht. Oh, ich brauche auf jeden Fall. Und nächstes Mal nehme ich den Männer mit wegen dem Flammenwerfer. Okay, Mr. Alien ist da. Das heißt, wir gehen vielleicht den langen Weg wieder zurück. Hier vielleicht durch den Tunnel durch, weiß noch nicht. Gibt es hier eine direkte Verbindung? Gucken wir mal. Sieht schon mal ganz gut aus. Mr. Alien weiß natürlich sofort, wo wir sind. Das ist. Sollte mich eigentlich auch nicht wundern, wenn ich ehrlich bin. Darf nur nicht hier reinkommen, das wäre ganz geil. Wir gehen uns einfach mal über die Tunnel. Immer weiter, immer weiter. So, er ist gerade rechts von uns. Geht vermutlich die großen Wege lang. Wir gehen einfach hier, clever wie wir sind, durch die Gänge. Ich kriege auch immer irgendwie so zwischendurch plus 50 Punkte. Ich glaube, das liegt daran, dass ich Dinge aufsammle. Kann das sein? Aus irgendeinem Grund ist er genau da, wo wir sind. Die KI liebt mich. Ich sag's euch immer wieder. Die KI ist einfach mal komplett auf dem Ripley-Trip, obwohl wir jetzt gerade gar nicht im Männer spielen. Wie kriegen wir dich hier weg, Bruder? Wie kriegen wir dich hier weg? Es läuft immer von links nach rechts, wieder nach rechts, von rechts nach links, immer hin und her. Und wie einfach das wäre, wenn der KI doch wirklich mal machen würde, was sie möchte. Nein, sie ist an uns gebunden. Jetzt beweg dich doch weg, was ist denn los? Hier gibt es doch nichts in dem Raum. Ah, ich glaube, jetzt geht er weg. Nee, er ist immer noch in Sichtweite bestimmt. Alter. Versteht keiner. Versteht keiner, was das... Ich sehe schon, der Bergungsmodus wird uns viel Spaß bereiten. Wir machen das wirklich... Ich mache das durch bis Stufe 10. Ich werde aber dieses Mal, glaube ich, nach der ersten gleich speichern. So. Wir gehen jetzt rüber. Wir waren eben in den, im Wohnbereich. Da waren wir nicht hin. Also gehen wir ganz entspannt... Die Sekundärsysteme, genau. Da rennen wir jetzt direkt durch. Vielleicht kriege ich hier jetzt doch noch mehr Punkte. Aber alleine diese Ionenschneider-Passage, die wird uns diese 2000 Punkte auf jeden Fall klauen. Obwohl ich glaube, der Weg ist rein theoretisch hierüber kürzer. Wenn diese Passage hier nicht wäre. Ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch... Da kommt eben das Gebiet drüben so vor, als wäre das immer total eingeschränkt. Ich glaube, ich bleibe einfach immer hier in dem Wohnbereich. Wir machen das hier einfach zum Hauptgebiet. Dass wir das hier so verinnerlichen, dass drüben uns nichts mehr Böses passieren kann. So, aber ich denke, wir müssen sowieso irgendwann mal in beiden gewesen sein. Los, gib Gas. 2-3. Ich will über 2000 Punkte kriegen. Komm jetzt. 2-2 haben wir erreicht. Das schaffen wir locker. Ganz easy. Los. Okay. Also, kürzester Weg auf jeden Fall hier rüber. Vielleicht kriegen wir sogar über 2100. Dürfte locker klappen. 2110. Oh, 27. Hallo. Richtig gut. Und wir gehen direkt dahin, wo ich letztes Mal hin wollte. Weg das Ding hier aufmacht. Ich wette, das wird uns nochmal was bringen. Weil wir eben dann nicht das machen müssen... Während einer Mission, was uns wieder Zeit kosten würde. Nein, wir haben es direkt weg, Leute. Versteht ihr? Es ist einfach das Cleverste, was man machen kann. Jetzt haben wir eh genügend Zeit. Wir haben jetzt die Punkte schon bekommen. Nicht geil. Überhaupt nicht geil. Okay, er ist gerade... Boah, hier kann ich nicht rein. Okay, ist irgendwo da drüben. Jetzt kommt er rüber. Machen die Tür zu. Das heißt, es kann schon mal hier nicht rein, das Alien. Es muss also außen rum. Das, was uns hier die Möglichkeit gibt, hier rauszugehen... Gott, komm jetzt nicht am Fenster lang. Oh.
Scheiße. Okay, wir stellen uns ihm einfach unten. In dem Bereich. Da dürfte es eigentlich ziemlich leicht sein, ihm auch auszuweichen. Im Alien. Genau hier. Ich höre ihn gerade übelst rumlaufen. Wo ist er denn? Meister. Okay, irgendwie war er da und ist wieder weg. So, und ich mache das genau wie beim letzten Mal. Wir sprinten einfach das letzte Stück. Das sollte uns auf jeden Fall passen. So, perfekt. Jetzt haben wir 2627 Punkte. Was bedeutet, da wir eigentlich nicht auf diese Bestenliste wollen, wir speichern einfach jetzt ab. Ich weiß zwar nicht, wie ich das mache. Also irgendwo sollte es jetzt hier einen Speicherpunkt geben, dass wir den Punkt speichern können. Hilfe. Aber wie kann ich das speichern? Auf jeder Stufe können Sie wählen. Hier, Im Schutzraum finden Sie einen Speicherpunkt. Okay, wo ist der Speicherpunkt? Wo ist der? Zeig den Speicherpunkt. Ist der vielleicht hier hinten drinne? Speicherpunkt? Nein, Schlüsselkarte benötigt. Wir brauchen den Speicherpunkt. 2006, ich glaube 2008, da ist er. 2500 Punkte kostet das Ding. Oder was war schon jetzt da? Oder waren es nur 2000? 2500 Punkte, bam, 127 Punkte. Geil. So, ist aber egal, wir machen einfach weiter. So können wir immer wieder neu starten an der Stelle. So, jetzt brauchen wir auf jeden Fall... jetzt holen wir uns die Bolzenschießmunition, denn wir haben nur 3 Schuss insgesamt. Und wenn irgendwann so ein Täten kommt, brauchen wir definitiv mehr. So, ich wette, das Vorratspaket, was wir jetzt holen müssen, das ist das eine, wenn ihr euch erinnern könnt, was neben dem Toten auf dem Tisch lag. Wenn ihr wisst, was ich meine, also direkt... Also direkt da rechts drinnen vielleicht... Okay, er ist... Wo ist es, Alien? Wenn es hier im Hauptraum ist, gehen wir rechts rum. Zeig dich. Ich höre es laufen, das ist links auf jeden Fall. Das heißt, hier dürfte es uns rein theoretisch nicht entgegenkommen. Rein theoretisch, wohlgemerkt. Perfekt. Hier gibt es auch nochmal was, guck mal. Können wir hier rein? Ich hätte es niemals machen sollen. Oh doch. War eigentlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Okay, er ist direkt links von uns. Kommt natürlich komplett rum. Natürlich. Das Wichtige ist wieder, ich muss mindestens 2500 Punkte rauskriegen. Um speichern zu können. Also müssten wir jetzt langsam mal uns das Ding krallen. Also schnell. Er ist in unserem Rücken. Schnell hier hoch. Oh Gott, 2600. Ich glaube, das ist das Teil. Kommt, komm, komm, komm. 2608. Ah, es ist wirklich das Ding. 2500 irgendwas Punkte. Perfekt. Das ist genau das, was ich wollte. Hier kann... Ah, ich dachte, das ist eine Abkürzung. Okay, es ist jetzt direkt im Raum neben uns. Das heißt, wir gehen wieder links rum. Den langen Weg zurück, würde ich sagen. Das scheint mir immer das Klügste zu sein, jetzt immer den Weg zu gehen, der praktisch am weitesten entfernt ist von dem Weg, den das Alien gehen würde, wenn es den ganzen Weg läuft. Ich glaube, wenn ich die KI richtig verstanden habe, folgt sie uns immer einfach den Weg, den wir gegangen sind. Ist jetzt der Alarm gegangen. Und es würde ja nichts bedeuten. Das interessiert doch eigentlich nur die Syntheten, oder? Ja, gut. Passiert nichts, wir sind gerettet. Vergiss es. Alter Schwede, das war sogar noch knapp. Das heißt, wir haben jetzt sogar 500 Punkte plus gemacht, wenn wir jetzt speichern. Gott sei Dank. Okay, Ladungspack, hier irgendwas. Wir können sogar eigentlich mal was bauen, glaube ich. Was haben wir denn jetzt? Wir können überhaupt nichts bauen. EMP-Mine wäre übelst geil. Okay, geht alles nicht. Wir speichern aber auf jeden Fall. Das heißt, wieder 2500 Punkte weg.
Macht uns nichts, wir haben ja auf jeden Fall keine Ambition, um auf diese Bestenliste zu kommen. So, 500 Punkte, das heißt, wir brauchen jetzt in der Runde nur 2000 Punkte machen. Was haben wir denn als Mission? Wir haben... Retten Sie den Zivilisten vor den Androiden. Vor den Androiden sind natürlich... Ja, wir nehmen gerne Androiden. Einfach, weil wir das Dingens haben, den Bolzenschießer. Also eigentlich, wenn das normale sind, ein Schuss pro Android. Wir können übelst viele Punkte machen jetzt in der Runde, wenn wir uns klug anstellen. Da ist schon einer. So, perfekt, der erste ist tot. Aber wenn sie sagt, den Androiden, also muss es mindestens noch einen geben. Denke ich mal. Oder? Das ist scheinbar der Zivilist. Zivilist, guten Tag. Keine Androiden mehr. Wir können sogar Munition sparen. Kriege ich dich jetzt... Was ist schon? Wir machen 3000 Punkte. Mega geil. 3020 Punkte gemacht. Easy. Aber ich bin sicher, kommen jetzt auch Syntheten, oder? Das Geile ist eigentlich, ich glaube, ich nehme immer die Wege mit den Syntheten oder Menschen. Du kannst eben ohne Probleme denen entkommen und musst dich nicht mit dem Alien rumärgern. Ist eigentlich voll einfach. Ja, ich denke mal, das wird mit zunehmender Dauer, kommen immer mehr Gegner auf einmal dazu. Ah. Komm her. Ich werde mir eh alle krallen, weil die natürlich auch ein bisschen Loot geben können. So, ich darf natürlich nicht die ganze Munition verschwenden. Aber ich kriege ja jetzt Bolzen. Nee, was kriege ich jetzt? Ich glaube, Elektroschocker war die Belohnung. Guten Tag. Der war geil. Okay, so. Gehen einfach zurück. Und haben damit das nächste Level erreicht. Fast 4000 Punkte. Das ist ganz geil. So, Elektroschocker bekommen wir. Wie viele? 5 Muni... Geil, das ist mega cool. Rohrbombe ist natürlich gut gegen Menschen. Vielleicht, wenn wir Menschenweg wählen, ist es vielleicht auch gar nicht so dumm. Weil gegen die Syntheten müssen wir uns jetzt keine EMP-Granaten bauen, weil wir ja jetzt eigentlich schon genügend Elektroschocker-Munition haben. Oh, Komponente B liegt hier einfach so rum. Tja, wäre das mal im Singleplayer-Modus so gewesen. Also in dem normalen Singleplayer. So, jetzt haben wir bisher zweimal den rechten Weg, einmal den linken Weg gewählt. So, wir speichern wieder. 2500 Punkte. Easy. Brauchen wir nur 1000 Punkte machen im nächsten. Oder 1100. Sollte auch kein Problem sein. So, gucken wir mal. Was haben wir denn hier? Wir haben jetzt... Töten Sie die angreifenden Plünderer. Töten... Zerstören Sie die Hiwi-Androiden. Oh, das sieht geil aus. Komm, wir nehmen das hier. Töten Sie die angreifenden Plünderer. Das sieht nach einem... Ja, wir haben Pumpgun-Munition. Läuft. Wenn wir die auch ein bisschen anlocken können, sollte das jetzt eigentlich ein leichter Weg sein. Also ein richtig leichter. Aber angreifen bedeutet das jetzt irgendwie, es kommen Wellen, oder? Oder wo kommen die jetzt lang? Hallo? Da müsste ich mich natürlich ein bisschen beeilen, damit ich die auch schnell erwische. Die Munition. Ich glaube, ich habe was gehört. Warte mal, die kommen jetzt auch. Und es kommt kein Alien. Okay, das sieht bisher gut aus. Ich verliere aber so durch das Warten ziemlich viele Punkte. Wir müssen uns jetzt mal, glaube ich, ein bisschen ranmachen und den Rambo spielen. Ausgehen. So, die werden jetzt ein bisschen hier lauern. Fuck, okay. Alter, die treffen mich auch sofort. Was ist denn jetzt los, ey? Okay, sind es nur zwei Plünderer oder sind es mehrere? Da ist noch einer, ich glaube, es sind. Also, jetzt sind es schon mal drei mindestens. Okay, es sind mindestens vier.
Oh, der sieht schwer gepanzert aus. Okay, jetzt wird es doch noch mal zum Shooter. Natürlich habe ich keinen Medikit. Und ich hätte gerne, oder ich hätte lieber den Revolver als die Popgun. Als die Popgun gegen die, weil der Revolver natürlich... Oh fuck, ich nur noch 3000 Punkte. Ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Ich hoffe, es ist wirklich nur noch der eine. Im nächsten Raum. So. Was das? Ah, was immer noch nicht? Es läuft noch. Das ist scheiße. Jetzt muss ich suchen. Ich jetzt ein Scheiß. Okay, wir machen eins. Ganz easy. Ha! Gewusst wie, würde ich sagen. Okay, wir haben. Was haben wir denn gemacht? 2-2. Das heißt, ja, wir haben wieder nur einen Speicherpunkt praktisch freigeräumt, wenn man so möchte. Das heißt, wir werden jetzt nochmal gucken, dass wir hier schön alles ein. Oh, Flammenwerfermunition war da gerade, habt ihr das gesehen? Geil. Ethanol steht. Ah, können wir nicht benutzen. Okay, wir haben jetzt noch fünf Schrotflinten. Munition. Wir haben natürlich ganz, ganz schön viel Schaden eingesteckt, was nicht ganz so clever ist. Aber naja. Jetzt gibt es das mal hier auf jeden Fall schön. Ah, Rauchgranate. Wow. Wie sich das gelohnt hat. Habe ich jetzt Rohbomben gerade bekommen? Nee. So, EMP-Mine könnte ich bauen. Ich werde aber mal das alles mir sparen. Ich würde sagen, ein Ding können wir noch angehen. Natürlich hier erstmal speichern, wie immer. Wir sind ja kleine Feiglinge. Ich hoffe mal, dass die Speicherpunkte auch nicht teurer werden. Nee. Jetzt brauchen wir wieder 600 Punkte mindestens für den nächsten Speicherpunkt. Das sollte eigentlich jetzt mittlerweile überhaupt ein Problem mehr sein für die Mission. Sind damit schon mal bei der Hälfte eigentlich angekommen. Mission Nummer 5. Schalten Sie die Wachungskameras aus oder... Oh, ist alles das Gleiche. Ich kann jetzt auch nur... Ah, ich konnte jetzt nur ein bestimmtes aus. Ihr habt das gesehen. Es war also jetzt festgeschrieben, was ich nehmen kann. Okay, jetzt wird es scheinbar ein bisschen schwieriger. Vermutlich, weil ich die ersten beiden... Weil ich die letzten beiden links genommen habe, musste ich jetzt nach rechts gehen. Hatte gar keine Wahl. Oh, fuck. Ich bin gerannt. Bin kurz gerannt. Okay, ist kein Problem. Wir gehen natürlich jetzt, weil es links ist, gehen wir rechts rum. Ihr kennt das Spiel. Der Dürden, der kennt sich aus mit diesen Advanced Tactics, wenn man so nennen möchte. Wir gehen jetzt hier weiter geradeaus. Wir haben immer noch keinen Flammenwerfer. Und das Alien kommt uns natürlich entgegen. Weil es weiß, was wir vorhaben. Alien, ich möchte doch nur die Punkte haben. Was ist denn los mit dir? Können wir uns hier zurückstehlen? Oder war das... Ah, das war nur so ein... Ich muss hier rein, ich habe gar keine Wahl. Wir müssen uns jetzt so wieder umgehen, wenn es geht. Kommen wir jetzt wieder in den großen Raum raus. Das heißt, ich glaube, der Kameraraum war gegenüber von diesem Raum, wo wir diese komische Tasche aufgenommen haben. Da, wo der Typ tot auf dem Stuhl saß. Ich hoffe mal, dass es uns jetzt nicht wieder entgegenkommt. Das wäre natürlich wieder typisch für die KI in Alien Isolation. Perfekt. Was zum Teufel? Ich habe jetzt keine Punkte bekommen. Ist es jetzt unten oder ist es oben? Oh Gott, es ist oben. Keine Chance, mich zu verteidigen. Alter! Okay, Tür zugemacht, perfekt. Wir müssen also jetzt noch zurückkommen. Das machen wir noch in der Folge. Hoffentlich schaffe ich 7600 Punkte gleich nur noch. Oh Gott, es läuft wieder über die Gänge. Oh Gott.
glaube, es hat mich gerade gesehen. Kann das sein? Boah, war das knapp, Alter. Schwede, das war genau im Rücken. Die KI ist auf jeden Fall vorprogrammiert in dem Spielmodus, meiner Meinung nach. Komm, 4300 Punkte. Wenn ich die mit heimnehmen kann, dann haben wir zwei Speicherstände. Okay, 3000 Punkte reichen mir schon. Haben wir zwei Speicherstände praktisch vorgearbeitet. Oh Gott. Und jetzt verliere ich übelst viel Zeit. Komm schon. Das kannst du vergessen. Wenn das jetzt... Was war das immer? Rechtstaste und S drücken. Kann nicht ewig anhalten. Ich kann es nicht ewig anhalten. Puh. Nochmal oder was? Nein, du gehst weg. Was? Ergibt überhaupt keinen Sinn. Tja Leute, ich würde sagen, wir machen nächste Runde und nächste Folge genau an der Stelle weiter. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge Alien Isolation Bergungsmodus.